den Neon-Game in Buchten gerollten 30 Meter B-Schlau aus dem Fahrzeug, denn jetzt geht's ab zur Ankämpfung mit CubeCon LP. Und damit hallo, also kommen wir zu einem kleinen Informations- und Vorstellungsvideo, so alles in einem. Ich möchte heute einmal ein neues Spiel vorstellen, wo jetzt die Beta rausgekommen ist. Und zwar, ihr seht es hier schon auf dem Startbildschirm, das Ganze nennt sich Starbound. Oder Starbound, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Mein Englisch ist ja bekanntlich nicht so das Beste. Und zum anderen möchte ich heute einfach, während wir das spielen, so ein bisschen nochmal erzählen, warum denn jetzt hier so wenig Aktivität auf dem Kanal war, was so passiert ist. Weil ich denke mal, dass die Video ein bisschen mehr Reichweite haben wird als das Immersion 2014 Video. Und deswegen würde ich sagen, schneiden wir einfach mal den Singleplayer. Ich habe ja schon ein bisschen angefangen. Das war nur so ein Testdingens, der untere Charakter. Wir gehen einfach mal so ein bisschen rein ins Spiel, deswegen, ich will jetzt hier gar kein großes Let's Play oder so erstmal starten, sondern einfach so rein ins Spiel. Und warum ich Feuerwehrmann heiße, das liegt daran, unter anderem, weil ich so auf dem Funville-Server eigentlich von Großen und Ganzen allen genannt werde. Und deswegen habe ich mir gedacht, nenne ich mich einfach mal so. Weil ich den Charakter vielleicht irgendwann mal auch im Multiplayer, wenn es dann mal soweit ist, dann haben will und etc. Ja, wir sind jetzt hier in einem Raumschiff. Wenn ich dann... Ach, die Steuerung ist hier WASD. So ähnlich wie Minecraft. Und ihr werdet auch sehen, es ist ähnlich wie Terraria und wie Minecraft. Ist so ein bisschen... Ja, ich weiß selber nicht. Ihr seht es halt. Ist, glaube ich, sogar von den Entwicklern. So gut kenne ich das Spiel nicht. Ich habe das Spiel eigentlich nur, weil mich irgendjemand in der Schule mal angelabert hat, der so ein Vierer-Pack gekauft hat. Ob ich das nicht haben wollte und irgendwie habe ich es dann so eigentlich ein bisschen unwissentlich gekauft und naja, jetzt ist es halt so. Und jetzt bin ich ja mittlerweile ganz zufrieden, ich habe das auch schon länger gespielt und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Welt runter. Denn man kann ja mit dem Raumschiff auch in verschiedene Welten reisen. Und jetzt gehen wir einfach mal runter, zack. Dann sind wir in der Welt, ich weiß auch nicht, wie die Performance hier ist. Zack, wir ernten hier gleich mal unser Essen, das ist nämlich das Wichtigste. Zack und... Na, zack, so. Dann haben wir gleich wieder unser... Das ist unser Korn. Wir wollen uns... habe ich oben nur 9 Korn. Siehst, das ist schon mal gut. Jetzt pflanzen wir erstmal noch schnell Essen. Dass wir nicht verhungern, das wäre nämlich ein bisschen bitter. Das reicht erstmal. Und dann essen wir auch gleich mal was. Sweet Corn. Zack, gleich mal essen. Und wir sind schon wieder voll, ja. So, also hier oben, ich scrolle gerade durch, seht ihr die Item-Bar-Leiste, so die Favoritenleiste, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn man I drückt, hat man hier so ein Inventar und hier sieht man schon jetzt auch so ein Rüstungsslot. Kann man sogar, glaube ich, später sogar ein Jetpack oder sowas aufsetzen. Und hier sind so die Werte. Es gibt hier Pet-Slots und ja... Seht ihr schon so ein paar Tech-Slots, aber das Ganze ist auch noch in der Beta, das muss man immer bedenken. Ich habe hier auch einen Bogen, hier habe ich so ein komisches Tool. Und jetzt meine Taschenlampe und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Hier ist meine Cooking Station. Und es leckt gerade ein bisschen. Oh, es geht wieder. Zack, hier ist mein kleines Haus. Glücklicherweise sind jetzt hier mal keine Monster drin, sonst waren hier immer Monster. Und ja, ich finde das Spiel eigentlich sehr cool, weil es so ein bisschen auch MMGO-lastiger, wie man das auch immer aussprechen will, so ein bisschen Rollenspiel-lastig auch ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wir haben hier auch so Quests und da bin ich auch gerade so ein bisschen dran. Das Problem ist halt, bei dieser Quest ist wohl so, wenn man sich das baut, kommt da so ein Endgegner. Das habe ich jetzt schon von jemand erfahren, der das schon ein bisschen länger gespielt hat. Und dann kommt dann so ein Endgegner und der ist ziemlich hart und... Das Item geht dabei kaputt und deswegen mache ich die Quest gerade nicht. Ich weiß nicht, ob man auch schon die abgeschlossen... Ja, hier die kompletten Quests. Also man muss jetzt so ein Eisen suchen. Einen Ofen bauen, ein bisschen Essen machen. Crafting Table bauen und... So am Anfang sich im Schiff zurechtfinden. Und ja, es grundsätzlich ist so, dass man hier auch alles irgendwie abbauen kann. Nur halt eben... Die unterschiedliche Geschwindigkeit. Und ich habe jetzt hier so eine Dingens Pickaxe. Weiß gar nicht, das ist hier glaube ich nur Waffen. Ah, ne. Ah, okay. Seht ihr die ganzen verschiedenen. Ich könnte einen Iron Bow machen. Das wäre ziemlich fett schon mal. Aber das will ich eigentlich gar nicht so viel machen. So viel will ich gar nicht machen. Ja, wie gesagt, das ist noch in der Beta. Gibt es auf Steam.
Ich weiß nicht, wie es kostet. Mittlerweile, ich glaube, 15 Euro. Wer jetzt noch ein bisschen mehr Informationen jetzt haben möchte, ob er sich vielleicht auch kaufen möchte, der kann sich auch mal das Review von den Gaming Clerks angucken. Das habe ich mir auch so ein bisschen angeschaut. Ja, da sind eigentlich so ganz viele Informationen drin. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein so ins Spiel. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen, denn wir müssen ein bisschen Rohstoffe farmen, wenn man sich das jetzt anguckt. 20 Eisen, wenn wir uns da eine Sache machen, sind wir am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen müssen wir da ein bisschen dran arbeiten. Da oben seht ihr so ein paar Viecher, manche sind da ziemlich overpowered, ich weiß nicht, ob es die sind. Und ich glaube, ich hoffe mal, die kommen da nicht hoch, trotzdem machen wir lieber mal die Tür hier zu. Und es fängt an zu regnen, ihr seht auch hier, fängt an zu regnen, zu gewittern. Muss ich ganz kurz mal gucken. Ups, nein. Hier hoch, hier geht's runter zu meiner kleinen Mine. Da habe ich letztens ein bisschen Sand abgegraben. Und es ist so ein bisschen wie in Minecraft auch, die Physik halt. Habe ich da Sand abgegraben und was war, ist der ganze Sand ist runtergefallen. Ich bin auch runtergefallen. Und dann war da auf einmal unten so eine Riesenhöhle. Das ist hier, die ganze Welt ist ja dunkel. War halt eine Riesenhöhle und naja. Ich hatte 0 Leben. Oben links hier sind die Lebensanzeige und ich weiß gar nicht, die grüne Anzeige, was das ist. Und da ist ein Viech, das gefällt mir aber nicht so. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie overpowered das Viech jetzt gerade ist. Oder sind mehrere Viecher? Ja, es ging. Regenerieren kann man sich, indem man im Bett schläft. So, das habe ich nochmal rausgefunden. Ich bin ein Noob. Es gab, glaube ich, auch kein wirkliches Tutorial. Ich weiß nicht, geht's hier runter? Ne, es ging da. Da ging es runter. Bin ich doch falsch gelaufen. Deswegen kommen wahrscheinlich auch die Monster her. Na, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe das jetzt auch noch nicht so lange gespielt. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen hier nochmal die Bogentaktik raushauen. Das war natürlich jetzt ein bisschen fail. Okay. Die Musik ist übrigens auch ganz cool, aber ich glaube, sie nervt doch ein bisschen auf Dauer. Ich habe sie eigentlich nur mal an. Ich habe die eigentlich auch immer aus. Habe sie nur mal angemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist ein bisschen zu blöd auch sonst. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hier mal ein bisschen Dingens. Und ihr seht auch schon, das kriegt man immer so eine Lebens- und Level-Anzeige. Aber ich mache jetzt mal ganz kurz die Musik doch einfach aus. Und dann ist es ein bisschen still jetzt. Aber das passt schon so. Ich glaube, die ist ein bisschen zu nervig. Jetzt gehen wir mal runter. Und die Rohstoffe sind eigentlich ziemlich selten. Gut, Kohle jetzt nicht unbedingt, aber die ganzen anderen Rohstoffe sind echt extrem selten. Und da unten haben wir Silber, das ist ganz cool. Also hier war ich jetzt auch noch nicht. Ihr seht doch, das ist ein Feuer. Das Feuer dient dazu, um sich Nahrung zu kochen. Und, das ist nämlich ziemlich realistisch auch, um sie nicht auszukühlen. Denn da gibt es manchmal so eine Temperaturanzeige. Und wenn man da auskühlt, dann verliert man Leben und stirbt halt. Und jetzt mal ganz kurz zu der Sache. Für all die Leute, die jetzt noch dran sind und bevor es jetzt hier zu langweilig wird. Warum denn jetzt so viele Videos kamen, das ist einfach daran. Wir haben gerade ein bisschen Geld bekommen, das sind so ein paar Pixels. Die sind da eben drin, das ist gar nicht mal so schlecht. Und ihr seht auch, jetzt auch dass der Sand, der fällt so runter. Und natürlich hat man auch nicht unendlich Atmung. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht gleich sterbe. Das war ein bisschen sehr leicht. Blöd, auf jeden Fall ist es halt so, dass mein Leben halt ein bisschen umgekrempelt wurde durch ein kleines Teil. Ich denke mal, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, die einen oder anderen, die hier meinen Kanal so ein bisschen mehr verfolgen. Ich werde hier mal so ein bisschen das Wasser ablassen. So ein bisschen ablassen. Und ihr seht da, bin ich in eine riesen Höhle gefallen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich mich hier runtergrab, kann ich jetzt Trick 17 machen. Und kann hier mal ganz kurz das Wasser ablassen. Und das Wasser geht ab und ihr seht da auch schon die Lebensanzeige und wir können jetzt mal eine Fackel nutzen. So, und da haben wir ein bisschen Kupfer, ist das, glaube ich, das ist noch das Unseltenste. Auf jeden Fall war es halt so, dass mein Leben so ein bisschen durcheinander geworfen ist, weil ich ja, wie gesagt, bei der Feuerwehr bin. Ich heiße nicht umsonst Feuerwehrmann. Ist jetzt nichts so Besonderes, schon ein bisschen, aber jetzt auch nicht so weltbewegendes, was Tolles. Auf jeden Fall ist halt so, dass wir uns jetzt hier mal ein bisschen in die Höhle runtergraben werden. Dass ich da eigentlich jetzt so ein Jahr oder so immer nur auf Übungen und so mit war. Und das
war sozusagen recht geplant, wenn man das jetzt so ausdrücken kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das war halt immer so, bestimmten Termin war halt was. Und jetzt ist halt so, 18 ist ja eh schon mal so ein bisschen und dann geht es aufs Abitur zu. Und dann war es halt so, dass ich jetzt dann einen schönen Piep so bekommen habe. Das ist halt einfach was anderes. Gab es noch viele Sachen, wo man vielleicht nicht so bedacht hat. Und da war es halt auch noch unglücklicherweise so, dass wir halt so eine extrem hochfrequentierte Einsatzphase letzte Woche hatten. Da wirklich letzte Woche war halt echt übelst viel mit Einsätzen. Und ich weiß nicht, ob mir das so viel mitbekommt, aber wenn halt der Dinger losgeht, ich liegt übrigens gerade vor mir, ich kann euch da gleich mal so ein bisschen was vorlesen, damit ihr vielleicht mal so eine Dimension auch bekommt. Oder so Einblick in die Dimension bekommt. Das ist halt so, dass da geht dann halt die komplette körperliche Leistung von 0 auf 100 in, was weiß ich, in einer Sekunde wirklich. Dass man halt sofort, egal was man gerade macht, ob man gerade ins Bett gehen wollte, ob man gerade lernt, ob man gerade, naja, in der Schule darf ich nicht gehen, aber war es auch schon, aber das erzähle ich vielleicht gleich noch. Das war ein bisschen kurios, so am Anfang in der Situation war es ein bisschen lustiger, wie es wahrscheinlich jetzt im Erzählen wirkt. Was halt ist halt so, dass man halt sofort sich so schnell wie möglich halt zum Auto begibt, weil ich wohne ein bisschen weiter weg von dem ganzen Spaß und unserem Gerät aus und dann halt, ouch, hier sind wir jetzt in der Höhle, mal gucken, was es hier so gibt. Ah, die sind, ah, das ist gut, da gibt es viele Erze. Das ist halt so, dann geht man sofort zum Gerät aus, rennt dann, ist halt so, meine Mutter lässt mich da immer so ein bisschen. Früher, also vorher raus, halt an der Einfahrt zum Gerätehaus, lässt mich raus. Ich renne dann immer noch so ein bisschen zum Gerätehaus hin, schnell umziehen und ab aufs Fahrzeug. Und das ist halt für mich im Moment auch noch so ziemlich alles neu, weil ich diesen Ablauf halt noch sozusagen gar nicht drin habe. Denn immer so, das kommt jetzt mit der Zeit, mit der Zeit kommt auch die Routine so rum. Das ist ein bisschen besseres Deutsch. Und dann ist das vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm, aber im Moment ist halt noch ziemlich ungewohnt. Und deswegen. Ja, das ist auch einerseits eben auch so psychisch, sag ich mal, so ein bisschen anstrengend, das Ganze zu verarbeiten. Und dann auch noch natürlich körperlich, auch wenn man jetzt, muss ehrlich sein, ich bin jetzt halt nicht so der Sporttyp. Ist halt einfach so, weiß ich selber, bin ich immer wegen dran am Arbeiten, aber ich denke mal, jeder kennt's halt von sich auch. Und ihr seht, hat man gerade gesehen, wie der Sand so fällt. Das ist eigentlich ziemlich cool so. Das ist das ganze Wasser. Jetzt gehen wir mal hier unten durch. Und jetzt müssen wir uns auch eine kleine Plattform bauen. Ah, das war falsch. Zack. Und dann können wir ein bisschen Fackeln machen. Auch cool finde ich, dass das Wasser das Licht von der Taschenlampe so ein bisschen weiter reflektiert. Und warum das jetzt hier, das ist glaube ich ein Bug. Normal ist die Taschenlampe hier nicht so stark. Das ist eigentlich ziemlich cool. Da sehen wir auch noch ein bisschen Erze und alles. Und deswegen ist halt so, das Ganze muss man auch erstmal halt verarbeiten. Und deswegen hatte ich da halt recht in die Zeit, dann war auch noch die Schule. Und vor allem ist dann halt so, dass halt, sag ich mal, war eine Situation war ein bisschen blöd, was mir halt wirklich körperlich auch zu schaffen gemacht hat. Aber ich habe gerade echt übelsten Muskelkater auch, obwohl ich jetzt nicht so groß was gemacht habe. Was heißt doch schon, aber gut, das ist eine andere Sache. Jetzt gehen wir hier wieder drauf, weil hier unten gibt es erstmal nichts und machen uns mal so einen kleinen Weg hier rüber. So, das Gute ist ja hier, dass die Physik nicht ganz so stimmt, dass das Licht auch durch die Wände durchgeht. Und gehen wir mal hier hoch. Da ist noch ein bisschen. Was ist denn das? Das könnte Eisen sein. Das wäre natürlich übelst geil. Gehen wir mal hoch, bauen erstmal noch ein bisschen Münzen ab. Zack. Das ist natürlich auch, ja, körperlich. Und jetzt bin ich halt ein bisschen raus und halt auch psychisch. Das war an dem Montag, genau. Hatte ich um 18 Uhr Ausbildung und die ging normal bis um 9, geht normal schon ein bisschen. Eigentlich ein bisschen länger und dann haben wir den ganzen Hof sozusagen, ouch, den ganzen Hof blockiert. Boah, das war ein Triple Hit, das muss man auch erstmal schaffen. Den ganzen Hof blockiert. Dann habe ich immer schon so ein bisschen gedacht, oh, wenn jetzt ein Einsatz ist, dann wird es ziemlich blöd. Ouch, dann wird es ziemlich blöd. Und naja, war eigentlich nie was und was war dann? Noch ein bisschen mehr Eisen, das ist richtig cool. Und was war dann? Wir waren gerade fertig, wir wollten eigentlich. Es war schon alles abgebaut, außer eine Station, da ging es ein bisschen länger, es war so Stationsausbildung. So ziemlich beliebt in der Feuerwehr. So ähnlich wie die Gruppenarbeit in der Schule ist das beliebt halt. Und
Na, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Was halt so. Cool, dass die Taschenlampe so weit geht. Das ist im Freien geht die auch weiter wie jetzt so, habe ich gerade festgestellt. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. War es halt so, dass es die aber also die Ausbildung eigentlich fertig war. Und in dem Moment, wo die Ausbildung fertig war, kam halt der Einsatz rein. Und das war schon ziemlich spät und er ging dann wirklich. Es war ein schwerer Verkehrsunfall. Das war schon die erste Sache, die nicht ganz so toll war. Und ihr seht, was passiert. Man wird verschüttet. Ziemlich das, was auch Dingens ist. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, unten die Leiste und jetzt haben wir Kies. Autsch. Da geht man natürlich auch mit anderen Erwartungen rein an so einen Verkehrsunfall, weil da hat man halt schon die, sag ich mal, die schlimmsten Erzählungen auch gehört und das ist gerade sehr gefährlich, was ich hier mache. Gehen wir hier noch die letzte Fackel hin. Was da alles so für schlimme Sachen. Ich denke mal, jeder kennt es auch aus der Zeitung oder generell so, was er so mitbekommen hat. Denke mal, hat jeder schon mal so mitbekommen. Und ja, es war auch nicht gerade schön, aber es war jetzt glücklicherweise nicht ganz so schlimm, wie ich es mir erdacht habe. Aber es hat ziemlich viel, sagen wir, auch Kraft gekostet. Weil ich denke mal, ihr müsst so sagen, das sind halt wirklich meine ersten Sachen. Aber die Leute, die da die 112 anrufen, denen ist das jetzt mal auf ein bisschen drastisch gesagt, denen ist das scheißegal, ob da jetzt jemand ist, der jetzt, sagen wir, so fast in Rente geht und das so oft schon gemacht hat, oder jemand ganz Neues ist, die wollen halt nur Hilfe und das ist halt alles, das muss man auch alles erst verarbeiten und ich labe jetzt hier schon wieder 16 Minuten und ich habe kein Licht und Pixel und jetzt hänge ich hier fest und naja, das war auf jeden Fall so die Geschichte und dann war ich natürlich Schule auch immer noch, da geht es aufs Abitur zu und da musste ich erstmal so mein Leben, muss ich jetzt auch so ein bisschen, sag ich mal, ordnen, das hört sich jetzt hart an, ist aber so. Und da ist so ein Dino. Ich glaube, die sind ziemlich overpowered, die Dinos. Au, 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 au. Oh, geschafft. Und da ist noch ein Dino. Können wir den jetzt auch noch gleich klatschen? Zack. Das Schwert hat man schon von Anfang an. Ist eigentlich ziemlich cool. Und ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen mitbekommen. Das ist halt gerade feuerwehrtechnisch, hatten wir halt jede Woche einen Einsatz. Und deswegen kommen jetzt weniger Videos. Dann ist auch noch so. Das ist eigentlich mein einziges Projekt, was so regelmäßig kommt, ist Tech It Light. Da ist aber so, dass ich eigentlich mit Eike die ganze Zeit im Kontakt bin, weil er gesagt hat, ja hier, ich will nochmal mit dir aufnehmen und zweite Folge, dies, das, ihr habt es ja gehört in der ersten Folge. Aber irgendwie hat er sich nochmal gemeldet, aber wir haben jetzt noch keinen endgültigen Termin machen können. Deswegen hängt das Projekt auch noch. Und ich hoffe einfach mal, dass es weitergeht. Wenn ihr Bock habt, dass ich so ein bisschen mehr Star Wars spiele. Ich meine, es ist halt so. Ihr wurdet jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger in dieses Spiel reingeworfen, ist so ein bisschen wie Terraria. Ich denke mal, das Ganze ist noch eine Beta. Ich werde mal gucken, wer das Spiel noch so hat. Und vielleicht lässt sich da auch mal ein bisschen Multiplayer draus machen. Da ist das ganz lustig. Da kann man halt auch ein bisschen handeln und keine Ahnung, da muss ich mich mal informieren, wie das Ganze so läuft. Würde ich sagen, ich spiele jetzt hier noch ein bisschen weiter. Beziehungsweise gehe jetzt erstmal hoch, sichere Ressourcen, mache ein bisschen Fackeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Was will Sky? Das ist übrigens Sky. Übrigens, ich denke mal, die meisten kennen ihn vom Funwheel Team. Und dann würde ich trotzdem sagen, ich schreibe jetzt noch mit dem ein bisschen und halt mich noch ein bisschen. Vielleicht schaffe ich es ja mal, ihn zu überreden, dass er mir immer so eine Folge zockt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir die Meinung dazu in die Kommentare und ich danke auch für euer Verständnis, dass vielleicht jetzt nicht so viele Videos kamen und dass vielleicht nächste Zeit. Und noch nicht so viele Videos kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.